News der Woche 21. Heute relativ viele Themen mit Autos. Am Freitagabend haben ein 11-Jähriger und 13-Jähriger ein Auto in Landkreis Aschaffenburg gestohlen. Der Fahrzeugführer von der Pizzeria hat verdächtigt, das Auto abzusperren und hat den Schlüssel im Zündschloss stecken gelassen. Nach dem Start oder die Jugendliche, die Kinder sind ja damit weggefahren, haben es genommen und nach wenigen Minuten ist eine Polizeistreife auf das Fahrzeug aufmerksam geworden und die Polizei hat die Kinder wieder an den Eltern übergeben. Am vergangenen Sonntag gab es im Landkreis Schweinfurt einen Unfall. Ein 77-jähriger Fahrer wollte nach links abbiegen, übersah das Auto, das aus der Richtung Bamberg gekommen ist. Der Autofahrer mit den 5 Personen konnte nicht ausweichen und kollidierte mit dem 77-jährigen Fahrer zusammen. In den beiden Wagen befanden sich insgesamt 7 Personen, darunter auch Kinder, die teils verletzt sind. Eine Person hat den Unfall nicht überstanden. Nochmal. Okay. In knapp einem Monat ist es soweit. Der Creator Barcamp findet wieder statt. In Nürnberg im Haus des Spiels. Anmeldung könnt ihr in der Videobeschreibung für alle CreatorInnen, die sowohl TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, irgendwas mit sozialen Medien zu tun haben, machen oder machen wollen, sind herzlich eingeladen und jeder ist willkommen. Ich starte dann auch bald auf dem Instagram-Account Creator Barcamp ein paar Short, die nochmal ein paar Informationen zu der Veranstaltungen bereitgeben und damit ja, schaut gerne vorbei, jeder ist willkommen und damit habt eine schöne, gute Woche. Schönen Tag, macht gut. Bye-bye.